Willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon Kristall. Wir sind ja in Alabastia abgestiegen, hatten ein bisschen die Gegend hier erkundet und Roths Zimmer durchwühlt. Leider keine Infos zu seinem Aufenthaltsort gefunden, mehr oder weniger. Zudem waren wir bei Professor Eich, der hilft uns nicht wirklich weiter. Wir werden dann jetzt nämlich nach Norden durchstarten wieder. Richtung Vertania City, beziehungsweise nach Marmoria City. Gegen die hatten wir ja alle schon gekämpft. Ja. Weil ich möchte jetzt gerne als dieses Rocco machen. Niti. In meiner weisen Voraussicht habe ich es endlich mal geschafft, das Telefon rauszuziehen. Weil mein Freund ist nicht da und dann rufen komischerweise alle an. Ist ja immer so. Mein Handy ist noch an. Für Notfälle. Muss leider erreichbar sein, ist so. Dann lieber auf das Handy. Da rufen dann halt wirklich nur Leute an, die es müssen. So. So. Ich bin ja noch am Überlegen, ob ich mir noch ein sechstes Teammitglied zulege. Aber naja, mal gucken. Hatte ich Vertania City eigentlich schon erkundet? Nein, ne? Gut, das machen wir, wenn ich dann gegen Blau ist, das glaube ich hier, ne? Antrete. Wir gehen jetzt erstmal nach oben. Trainer! Meine Käfer-Pokémon sind C. Du wirst verlieren. Glaube ich nicht, mein Hübscher. Oder Hübsche. Es gibt überhaupt gar keine weiblichen Käfersammler. Ist euch das schon mal aufgefallen? Götz. Pokémon ist ja doch ein bisschen unflexibel, glaube ich. Wäre aber interessant, wenn es von jedem immer weiblich und männlich gäbe oder so. Geht nicht überall, aber bei einigen. Weil es gibt ja auch weibliche Wanderinnen. Und wo wir dafür ja die Pfadfinder haben. Oder die Ranger. Obwohl es ja auch Männlein und Weiblein gibt, ne? Smetbo, ah ja, komm hier. Flori Ideal. Hi, Süße. Smetbo ist irgendwie cool. Vielleicht sollten wir in Pokémon Smaragd ein Smetbo trainieren. Das wäre ja ideal, oder? Man könnte es versuchen. Nee. Zwischen Pokémon Kristall und Smaragd werde ich eine kleine Pause machen. Da wird ein kleines Mini-Projekt zwischengeschoben. Ich werde mir stärkere Käfer-Pokémon suchen. Und warum mögen Mädchen keine Käfer-Pokémon? Ich mag sie, außer die Spinnen. Auf Käfer stehe ich total. Überhaupt Käfer-Pokémon. Ich meine, ist Käfer sind doch nur eigentlich die mit den sechs Beinen, oder nicht? Also, Käfer halt. Es müssten ja eigentlich Insekt-Pokémon sein. Wenn man es jetzt ganz genau nimmt, oder? Weil die Spinne oder der Smetbo und der Bibor sind ja keine Käfer. Sind ja wieder Arten für sich. Ariados ist ja mehr so ein Spinnentier und Smetbo ist halt, ne? Flattertier. Sinnlos. Gibt eigentlich auch gar keine Zecken, ne? Käfer-Pokémon zischen wie Plüschtiere, wenn du sie auf den Bauch drückst. Ich mag das Gefühl, das hört sich jetzt irgendwie total verkehrt an, Alter. Ja, ich gehe da mal lieber. Nichts mit Perversen zu tun haben. Ne? Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ich mache den Ton nochmal auf meinem Ohr ein bisschen leiser. So. Was ich nochmal sagen wollte, war... warum ich ein Glut verschwende. Nein, wie gesagt, zwischen Pokémon Kristall und Smaragd werde ich ein kleines Zwischenspiel einbauen. Mirror's Edge ist ja jetzt auch fast durch. Das sind noch, glaube ich, 5 Parts jetzt, die ich hochladen muss. Nein, 4, glaube ich. Dieses Wochenende, wo ich jetzt aufnehme, und das Wochenende da drauf müssten das sein. Wären eigentlich nur noch 3 Parts, die ich hätte hochladen müssen, aber letztes Wochenende hat das irgendwie rumgespackt. Da ich die Folge zweimal hochgeladen und ich konnte sie aber nicht, kann nicht drauf zugreifen. Also sagt dann, ich habe es erfolgreich hochgeladen und so. Und, aber ich habe die im Videomanager nicht.
Also ich kann nichts machen, ich kann... Also die steht im Videomanager nicht drin. Keine Ahnung, jetzt lade ich sie zum 100. Mal nochmal hoch. Naja, zum 3. Mal. Das ist der neue Vatania Wald. Angriff plus. So. Ist nichts. Seht ihr, wie er sich verändert hat? Der ist so niedlich, ne? Finde ich sehr deprimierend. Das hat mich damals richtig aufgeregt. Als ob es so schwierig wäre, Vatania Wald nochmal einzubauen. Fand ich irgendwie schade, echt, ey. Weil die Vorlage ist ja schon da. Vom Vatania Wald. Die hätten ja jetzt nur einfach einfügen können. Muss ich doch jetzt irgendwo ein verstecktes Item. Und hat Nintendo echt geschlampt. An der falschen Stelle gespart. Hätten sie stattdessen die Kampfzone oder so weglassen können, bin ich ganz ehrlich. Aber der Kampfzone habe ich irgendwie so viel am Hut. Was hast du denn zum neuen Vatania Wald? Gar nichts? Wenn du mit Shorts in hohem Gras läufst, bekommst du deinen Schrammen an deinen Beinen. Ich laufe selten mit Shorts oder mit Rock oder so. Bin ich so der Rockträger? Oder so. Wara. Achso, denjenigen, den ich Wara genannt habe. Der hat das gemerkt. Irgendwie. Weil er zu Pokémon nicht so viel übrig hat, deswegen guckt sich zwei andere Projekte von mir an, aber nicht Pokémon. Und da hat er das erst gemerkt. Wo ich habe ich das mal so erwähnt, ja. Impregator heißt übrigens so wie du. Und er so. Okay. Ich töte dich. So ungefähr. Tja, musst du liebe Wara mitleben. Ja. Naja, Pokémon ist halt, ne, nicht jedermanns Sache, oder beziehungsweise... Ja. Weiß ich nicht, ich werde jetzt demnächst auch mal neuere Spiele spielen, oder einigermaßen neuere. Mal gucken. Also das, was nach... Was ich zu den Pokémon Kristall und Smaragd wahrscheinlich... machen werde, ist schon ein bisschen neuer. Ein Kreideschrei, jetzt neuer, ja. Und das, was nach Mirror's Edge kommt, das ist mir was so Fun-mäßiges, so Trash, würde ich sagen, eher. Ich finde das Spiel einfach niedlich. Ich weiß, ihr werdet mich töten, ich weiß, es wird wahrscheinlich kaum ein Schwein gucken, aber naja, gut, da müssen wir halt alle durch, ne? Willkommen in Mamoya City. Nachts spielen Pippi bei Mondberg, aber nicht in jeder Nacht. Ja, stimmt. Daraus werde ich wahrscheinlich auch einen Special Part machen. Weil ich wahrscheinlich nicht rein zufällig dann da sein werde, wenn die da rumtanzen. Ich weiß auch gar nicht, ob das von Sonntagsnachts oder Montagnachts oder was Mittwoch. Keine Ahnung. Wollen wir mal gucken. Ich mache gerne ein Nickerchen, während das Radio läuft. Ja, du bist auch Radio am Arsch, Alter. So. Ein Pokécenter. Wir machen mal Heile. Ja, labert auch mal das Gleiche, ne? Ich werde zu Pokémons Markt, deswegen schiebe ich da ja auch noch ein Projekt zwischen. Also nicht nur, um halt mal Abwechslung reinzubringen, sondern auch um Zeit zu haben. Werde eine kleine Umfrage starten, mit welchem Pokémon wir starten werden. Die meisten Pokémon werden schläfig, wenn sie Pummeluff singen hören. Manche Attacken kann man nur einwenden, wenn dein Pokémon schläft. Also wie gesagt, hallo, hier ist Wodo. Niki, was machst du gerade? Mein Enton wird immer stärker. Ah, ähnlicher. Es wird immer niedlicher. Ach, egal. Und weißt du, jetzt können wir Abra leicht K.O. schlagen. Ich sollte die Arena-Leiterin von der KZ, es hat dir viel Spaß. Voll die doch heraus. So, was wollte ich sagen? Ja, genau. Also welches Pokémon ihr von den drei Startern in Smaragd haben wollt, überlasse ich euch. Ich werde dann auch noch eine Umfrage irgendwie gucken. Oh, Twitter vielleicht? Ja, ich habe einen Twitter-Account. Ich habe den noch nicht auf YouTube, glaube ich, stehen. Muss ich mal einfügen noch. Ich könnte auch Facebook machen. Also beziehungsweise ich habe einen Facebook-Account. Nur ganz ehrlich, irgendwie funktioniert das alles miteinander nicht. Also das Problem ist, wer mich kennt,
Also wer mich schon gefällt mir gedrückt hat, der findet mich, aber jemand Fremdes, also wenn ihr jetzt zum Beispiel bei Facebook meinen Namen eingibt, findet ihr mich nicht. Also das verstehe ich irgendwie noch nicht, also obwohl alles auf öffentlich steht oder so. Keine Ahnung, deswegen habe ich das wieder Adapter gelegt. Also es gibt so ein Facebook-Profil, aber wie gesagt, funktioniert irgendwie nicht so richtig. Vielleicht hat Klein Juna wieder was falsch gemacht oder so. Wer weiß. Ja, Pummeluff. Sing. Sing. Naja, müsst ihr mal gucken. Also wir werden mich, glaube ich, nicht finden. Hi, ich suche ein Pokémon. Wenn du einen Apollo hast, tausch es gegen meins. Nein. Obwohl Xatu eine schöne Wahl wäre, bin ich ehrlich. Ja, und die Pokémon-Arena auf der Zinnoberinsel ist verschwunden. Das finde ich merkwürdig. Ja, ich telefoniere. Lass mich in Ruhe. Ah, ne, wäre ich nicht drauf gekommen. Dumme Kuh. Lalalalala. Lalalala. Ist unser Giftspritzer noch da? Marmoria City, eine steingraue Stadt. Hier ist nichts grau. Grau, grau sind alle deine Berge. Nein, falsch. Oh, du bist den ganzen Weg in Johto bis hierher gekommen. Das weckt Erinnerungen, als ich noch jung war und in Johto trainierte. Du erinnerst mich an mich, selbst als junger Mann. Hier, ich möchte, dass du dieses Item, das ich bei Johto fand, behältst. Silberflügel, damit können wir... Ah ja, die haben wir total verdrängt. Neue und unbekannte Orte zu erforschen und fremde Menschen kennenzulernen, das ist das Schönste am Reisen. Gebe ich dir zu. Ich möchte auch viel mehr reisen. Wenn die Flüge nie mal so teuer wären. So. Nidoran, schüttel. Oh, hallo, ich hänge. Ich hänge. Nidoran. Nido, 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 Nido. Schüttle, schüttle, schüttel, schüttel. Was soll das denn? Schütteln. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ehrenanstalt. Hallo. Warst du schon in der Pokémon-Arena von Marmoria City? Der Leiter dort verwendet Gesteins-Pokémon. Ah, oh, nee, echt. Hassegestein. Hassegestein. So. Wir haben Krabi bestimmt. Oh, scheiß Bäume. War hier nicht irgendwie früher mal ein Eingang? War das nicht so? Oder da vorne? Ah, oh, war mal. Ja, ja, hier ist alles anders. Hier ist überhaupt kein Eingang mehr. Was soll denn der Scheiß? Hier ist eine Nachricht. Marmoria Museum der Wissenschaft ist wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Oh, Nintendo spart aber auch an allem, ey. An allem. Rocco, der felsenharte Pokémon-Trainer. Wir wissen ja, wer da durch darf. Hallo. Hey, ich kämpfe jetzt spät. Das ist cool. Kämpfst du gegen die Arenaleiter in Kanto? Sie sind stark und ambitioniert, wie die Arenaleiter in Johto. Boah, schon wen? Wen habe ich denn? Habe ich nicht schon irgendwen? Misty, ne? Ja, das wird ja hier gar nicht angezeigt. In der Edition. Die Trainer dieser Pokémon-Arena setzen Gesteins-Pokémon ein. Gesteins-Pokémon haben hohe Verteidigungswerte. Die Kämpfe können sehr lange dauern. Bist du dafür bereit? Ich weiß, in Pokémon Blau-Rot und Gelb gab es den Typen, Walter möchte kämpfen, der irgendwas von Lichtjahren erzählt, es würde noch Lichtjahre dauern, bis ich gegen Rocco antreten kann. Dabei sind ja Lichtjahre keine Zeitmessung, sondern eine Entfernungsmessung. Mehr oder weniger. Oh, unser Dama. Fällt mir jetzt erst auf. Tja, sein Dama, das habe ich auch gesagt, Damat. Ich muss diese Kämpfe gewinnen. Nein, tust du nicht. Hey du, Trainer aus Johto. Rocco ist stark. Es wird dir übel bekommen, wenn du ihn nicht ernst nimmst. Ich nehme Gesteinstrainer meistens nie ernst. Wow, es kommt nicht oft vor, dass wir von einem Herausforderer aus Johto besucht werden. Ich bin Rocco, der Arenaleiter von Marmoria City und stehe auf verdammt viele geile Mädels. Ich habe mich auf Gesteins-Pokémon spezialisiert. Meine Pokémon sind gegen die meisten physischen Attacken immun. Es wird dir schwer ergehen, ihnen Schaden zuzufügen. Achso, Fallen in den Fern zuzufügen. Egal, ihr wisst schon. Halt, irgendwie, ich bin abgelenkt von deiner Schönheit. Nicht wirklich.
Rocco steht nur auf 90-60-90 Maße. Nee, umgekehrt, 60-90 ist eben egal. Ich weiß nicht. Sehe ich so aus, als hätte ich von sowas Ahnung? Ich muss sagen, früher hatte ich ideale Maße. Und dann kommt der Alltags, kommt Arbeitsstress und Alltagsstress und fängst du an, unregelmäßig zu essen und zwischen Tür und Angel dir irgendwas reinzuschieben, was nicht gerade gesund ist, weil du keine Zeit hast, vernünftig zu essen und puff, gehst du auf. Ja, es liegt doch, glaube ich, eher daran, dass ich früher was wollte ich sagen? Also nicht so nur gegessen habe, weil ich es muss. Also ich habe nicht gerne gegessen. Also war für mich so, naja, wenn es sein muss, weißt du, so eher oder so. Und ich konnte auch früher noch so Schokolade, wenn ich halt dann mal irgendwie, ne, so Süßkram gegessen habe oder so, konnte ich eine ganze Tafel Schokolade essen. Hast davon nichts gemerkt. Na, und heute ist so klar das Alter, ne? Jetzt kann ich nicht mal eben so eine ganze Tafel Schokolade essen und so. Oh, da wirklich auch zugenommen. Dass der niederschmetternd ist. Wie gesagt, von was hatte ich? Ich hatte XS. Das ist ja noch kleiner als S sogar. Und jetzt habe ich M. Ja, selten, dass Mädchen mal über ihre Größen sprechen. Ja, so schnell kann es gehen, aber es liegt auch daran, dass natürlich, ne, man ein anderes Essverhalten auch jetzt hat. Also, wie gesagt, zwischen Tür und Angel essen, durch, und halt auch das, ich sag mal, so normale Essen. Und dadurch, dass ich früher halt als Jugendliche kaum gegessen habe, oder nur weil ich es musste eben, ne, damit du funktionierst, also ich war nicht magersüchtig oder so, das nicht. Also wenn ich das jetzt denke, ja, ich bin magersüchtig, nein, war ich nicht. Es war einfach nur keine Bocke zu essen. Ist so. Ich bin auch schnell satt gewesen, so was von so einem Apfel oder so. Das hat dann den ganzen Tag gereicht oder so. Ich war, glaube ich, auch viel zu aktiv, um... Also ich habe vergessen, das Essen, sagen wir es mal so. Das kam auch noch dazu. Ich habe damals echt vergessen zu essen. Naja, auf jeden Fall, hat sich das halt im Alter ändert sich das. Wie gesagt, kommt der Arbeitsstress dazu und wie gesagt, dann fängt man normal an zu essen, weil man es muss. Ist zwischen Tür und Angel, was ja sowieso total uncool ist, weil besonders wenn du, weiß ich nicht, 12 Stunden gearbeitet hast, hast dann irgendwie gar nicht wirklich gegessen, weil du keine Pause machen konntest vernünftig, hast dann irgendwie dir zwischendurch mal so einen Toast reingezogen oder so. Und Toast ist ja nicht das Gesündeste. Und bist dann abends dann um 22 Uhr zu Hause gewesen oder so und hast dann noch irgendwas zu essen machen müssen, damit du nächsten Morgen, wenn du wieder um sieben wieder bei der Arbeit sein musstest oder so. Was im Magen hat das? Die mächtigsten Attacken deiner Pokémon haben meine felsenfeste Verteidigung überwunden. Du bist stärker als ich dachte. Komm, nimm diesen Ohren. Ja. Niki erhält Felsohren. Lala. Danke, Niki. Es war eine Freude, gegen dich zu kämpfen. Auch wenn ich ein bisschen beleidigt bin. Dieser Felsohren wird deine Pokémon noch stärker machen. Na, ich verpiss mich. Tschüss, so ein Gegenstand. Die Welt ist groß. Es gibt immer noch viele starke Trainer wie dich. Warte nur ab. Ich werde auch noch. Boah, viel stärker. Dann kommt der Kaffee wieder hoch. Ja, und Kaffee. Hier zum Kaffeetrinker, Leute. Das ist ätzend. Sind wir wieder abgewöhnt. Scheiße.